Familie Magic. Hallo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin's wieder, eure Nicole. Heute machen wir, wie versprochen, das Brautkleid-Video. Falls ihr euch über den Vorspann gewundert habt, das ist jetzt mal so eine Abwechslung zum Vorspann, aber Hauptsache es hat einen Vorspann. So, heute ist die Vanessa, unsere Braut. Vanessa erzählt jetzt mal etwas über sich. Hi, ich bin Vanessa, ich bin 26 Jahre alt und habe schon zwei Kinder. Ein Junge und ein Mädchen, und ich bin auf der Suche nach einem selbstdesignten Brautkleid. Und wie das gemacht wird, das wollte ich mir heute anschauen, und ihr seht, wie man ein Playmobil-Brautkleid basteln kann. So, das war die fantastische Vanessa, und Marina habe ich auch wieder bei mir. Die Modenschau gibt es ja auf dem Kanal Familie Bärchen. Und ja, Marina, sag doch ruhig mal Hallo. Hola. Falls euch jetzt wundert, was Hola heißt, Hola ist Spanisch und heißt Hallo, denn Marina kann fünf Sprachen. Marina, sagt uns jetzt mal, was sie alles sprechen kann. So, also, ich kann Spanisch, ich kann Afrikanisch, ich kann Englisch, ich kann Deutsch und ich kann Belgisch. Und da Marina so viele Sprachen kann, weiß sie natürlich auch, wie man ein Top-Brautkleid designt. Aber heute machen wir ja unser eigenes Brautkleid. Und das braucht ihr dazu. Ihr braucht zwei Scheren, eine Stoffschere oder eine ziemlich scharfe oder ein Bastelskalpell und eine kleine normale Kinderbastelschere. Dann braucht ihr einmal so einen weißen Polsterstoff. Ein Teil vom Joghurt mit der Ecke. Also hier so ein Teil eben, das kleinere. Und etwas Glitzerstoff mit Silber. Und jetzt starten wir. So, zuerst müsst ihr vom Joghurt mit der Ecke hier den Rand abschneiden. Und oben ein Loch reinmachen, dass die Playmobil-Figur auch gut reinschlüpfen kann. So. Wenn ihr das gemacht habt, ist der Rand jetzt hier so ein bisschen ausgefranst. Und dafür braucht ihr jetzt euren Polyesterstoff. Aber zuerst müsst ihr natürlich testen, ob jetzt hier, also ich müsste jetzt testen, ob die Vanessa natürlich auch reinschlüpfen kann. Vielleicht müsst ihr auch noch etwas nachschneiden. So sieht jetzt die angehende Braut Vanessa aus. Jetzt kommt der andere Stoff zum Einsatz. Also dieser Polsterstoff. Den wickelt ihr einmal hier unten um dieses Plastikbecher, Joghurtbechergestell drumherum. Und macht ihn hier vorne rein. Da müsst ihr auch wahrscheinlich etwas ausprobieren. So, also ich habe mich jetzt schlussendlich doch noch entschieden, noch etwas Kleber drauf zu tun. Und ja, und deswegen habe ich jetzt noch etwas Bastelkleber genommen. Und jetzt kommen wir erstmal zum Oberteil. So, Kleber wichtig fest zumachen. Und ja, das Oberteil macht ja auch aus diesem Stoff. So, so sieht sie jetzt aus. Jetzt könnt ihr es so lassen und ihr macht noch etwas Glitzer. So, eigentlich müsste ich euch ja jetzt die Augen verbinden. Da ich das aber leider nicht machen kann, halte ich euch einfach die Hand vor die Kamera.
So, ich präsentiere die super gut aussehende und tolle Vanessa. Da ist sie, das ist Vanessa. Ich habe ihr noch einen Schleier gemacht und alles noch befestigt. Zusätzlich mit einem Lumenband, muss man aber nicht machen. Eigentlich mache ich das auch nur als Deko und Befestigung, aber naja. Die Haare hatte sie ja schon etwas mit Glitzer vorher schon. Hier, das ist ihr Schleier. Viel Tüll. Und so sieht sie aus. Die wunderbare Vanessa. Und wer jetzt das Kleid noch schöner machen will, der schaut gleich weiter. Und zwar habe ich mir jetzt hier von diesem Glitzertuch ein paar Glitzersteine abgemacht. Da liegen sie. Und die werde ich jetzt noch auf das Brustteil der Braut kleben. Und am Ende stellt sie sich euch vor. Wir präsentieren die wunderschöne Vanessa. Das ist sie. Und was sagt man denn, wenn man vor den Altar kommt? Ja, ich will. Wie heißt denn eigentlich dein Mann? Ernst. Ernst und weiter? Ernst Meier. Oh, Ernst Meier? Der Bischof Ernst Meier? Genau, Ernst Meier. Oh, das ist aber ein sehr schöner Name. Was war das denn jetzt für eine Sprache, Marina? Wir wollen doch hier kein Sprachkonzert halten. Ich habe mein Brautkleid gefunden. Juhu, juhu! Wieso schaust du denn weg, Marina? Oh, der Preis. Er kostet, also das Brautkleid kostet 2000 Euro. Das macht doch nichts. Hauptsache, ich hab es. Juhu, die Hochzeit kann kommen. Jetzt singen wir noch ein Lied. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal. Tschüss!